Liebe lesende Mitmenschen, ich bin Miriam Pielhau und ich darf euch heute meinen Debütroman vorstellen, Radiergummitage. Das ist er. Da stecken 3 Jahre Arbeit und viel Liebe drin, auf etwas mehr als 300 Seiten. Meine Protagonistin, Maya, Schauspielerin, durchlebt ein auf einmal sehr aufregendes Jahr, das ihr Leben verändert, weil sie sich unmerklich verändert und immer mehr zu dem Menschen wird, der sie eigentlich sein möchte. Die Geschichte ist nicht autobiografisch, obwohl ich alle Missionen, die sie durchmachen muss, selbst ausprobiert habe. Aber wir haben gemeinsam, also wir, das Buch und ich, das Radiergummitage, also die, die man eigentlich wegradieren will, mich in meinem Leben immer ein Stück weitergebracht haben. Ich habe nachgedacht und habe Antworten gefunden auf viele elementare Fragen, für das Leben jenseits der 30 zum Beispiel. Ja, und ich hoffe, dass das, was ich daraus gemacht habe, euch gefällt, euch Schmunzelfutter und Gedankenfutter liefert und in jedem Fall eine gute Zeit beschert. Das ist doch beim Lesen das Allerwichtigste. Insofern viel Spaß damit, mit den Radiergummitagen und auch vielleicht bald bei einer meiner Lesungen. Tschüss!